Unter gesellschaftspolitischem Engagement für nachhaltige Entwicklung versteht man vor allen Dingen zivilgesellschaftliches Engagement. Als Person, als Kollektiv oder als gemeinnützige Organisation. Dem Engagement geht meist ein Impuls voraus. Also ich erkenne einen Missstand, der eine enkeltaugliche Zukunft gefährdet und ich möchte aktiv werden. Das kann ich auf drei Ebenen tun. Lokal, global oder glokal. Ein Beispiel für lokales Engagement wären die Proteste rund um den Hambacher Forst. Aus industriellen Interessen wurde eine massive Abholzung betrieben. Ich bin als Bürgerin nicht einverstanden, also engagiere ich mich. Ein globales Engagement wäre die Black Lives Matter Bewegung. Natürlich gibt es da auch wieder einen Auslöser und eine Situation, die Bewegung immer wieder befeuert. Aber letztendlich ist es ein global politisches Thema. Ein Beispiel für lokales Engagement ist die Fridays for Future Bewegung, wo Schülerinnen und Studierende nicht nur in Deutschland auf die Straße gehen, jeden Freitag, um sich für eine verantwortungsvollere Klimapolitik einzusetzen. Und das Spannende daran ist, dass der Impuls sogar erst kreiert wird, damit das Thema ernster genommen wird oder in Bewegung gerät. Also dieses Credo, act local, think global und ein Verständnis für die Gesamtzusammenhänge global gesehen, das ist das, wofür gesellschaftspolitisches Engagement sich einsetzt. Digitalisierung kann im besten Fall gesellschaftspolitisches Engagement unterstützen, viral und ortsunabhängig. Also durch die Möglichkeit, sich schnell und niedrigschwellig Informationen auszutauschen oder dezentral als Gruppe zu mobilisieren, ist es möglich, in wesentlich kürzerer Zeit sich zu emotionalisieren oder auch mit einer Bewegung zu identifizieren. Spannenderweise wird genau in der digitalen Zeit deutlich, wie die Welt analog zusammenhängt. Das kann man ganz gut an dem Beispiel sehen, der ikonischen Bilder rund um die Verhaftung von George Floyd, die ja die Black Lives Matter Bewegung, die schon bestand, wieder neu aufgeladen haben. Die Bilder gingen um die Welt und nicht zuletzt sprechen wir deswegen jetzt auch in Deutschland wieder über institutionellen Rassismus, den es immer noch gibt. Das heißt, man kann an diesem Beispiel ganz gut sehen, wie also die physische, reale Auseinandersetzung von Themen und die digitale Vernetzung eigentlich Hand in Hand gehen. Digitalisierung schafft also bestenfalls machtbefreite Räume für Vernetzung und gesellschaftspolitisches Engagement. Andererseits muss man sich auch die Kehrseite der Medaille anschauen, dass es nicht gleichzeitig zu mehr Freiheit und Gleichheit automatisch führt, weil es natürlich auch die Gefahr von Manipulation und Unterdrückung birgt, eben diese Mechanismen auch genau aus dem gegenteiligen Interesse zu nutzen. Das möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Ein gutes Beispiel, wie man Engagement für Nachhaltigkeit mit digitalen Medien unterstützen kann, ist die Cross-Media-Kampagne Water is a Human Right von der Hamburger Initiative Viva con Agua de St. Pauli. Die Organisation setzt sich für einen menschenwürdigen Zugang zu Wasser weltweit ein und hat anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Menschenrechts auf Wasser eine Online-Petition gestartet, die den Bundestag daran erinnern soll, ihren Beitrag dazu zu leisten, dieses Ziel zu erreichen. Es wurden innerhalb von wenigen Stunden 65.000 Unterschriften gesammelt. Und das nicht zuletzt, weil viele berühmte Personen oder Personen des öffentlichen Lebens über ihre sozialen Kanäle sich diesem Slogan angeschlossen haben und sich positioniert haben. Und das eigentlich Spannende ist, dass sowohl Unterschriften sammeln als auch prominente Personen dafür zu gewinnen, eine Kampagne zu unterstützen, nicht neu ist. Aber gerade diese Übertragung in den digitalen Raum und die wahnsinnige Resonanz, die dadurch erzeugt werden kann, ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Digitalität gesellschaftspolitisches Engagement auf eine ganz besondere Art und Weise unterstützt bzw. auf ein nächstes Level hebt.